Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafer-Kanal. Mein Name ist Jörg und hier auf dem Kanal geht es rund ums Drohnenfliegen, Drohnen, Drohnentechnik, Software und Tutorials. Und wenn du auch so ein Drohnenlearning bist wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn du mich weiter auf meinen Reisen durch die Lüfte begleitest und mir hier unten drunter ein Abo dalässt. Und das heutige Thema ist die richtige Speicherkarte für deine Drohne. Und was es da so gibt, das schauen wir uns da jetzt gleich mal an. Jetzt haben wir mal gesehen, was es da unter anderem für Speicherkarten gibt. Also es gibt ja verschiedene Hersteller, natürlich auch verschiedene Speicherkartengrößen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich habe in meiner DJI Mini 2 eine 128 GB MicroSD-Karte drin. Natürlich wäre es vielleicht auch geschickter, wenn man dann mal einen Fehler auf der Karte hat und die Karte vielleicht kaputt ist, dass man sich da zwei 64 GB Speicherkarten zulegt oder eben das dann nochmal aufteilt, wenn man dann mit 32 GB Speicherkarten arbeitet. Das ist vielleicht auch ein bisschen besser. Es geht ja da auch um die Clusterverteilung auf der Speicherkarte. Also je größer so eine Speicherkarte ist, umso länger braucht eigentlich auch das System, wenn jetzt da auf der Speicherkarte was gesucht werden soll. Das kann man sich so vorstellen wie auf einer Festplatte. Also je größer die Festplatte ist und die Clusterverteilung dann nicht so richtig ist, ja, dann dauert das auch manchmal länger, bis dann so ein PC oder irgendwie ein Notebook oder sowas ja starten kann und bootet. Genauso verhält sich das eben auch auf so einer SD- bzw. auch Micro-SD-Karte. Und es gibt da eben auch verschiedene Speicherkarten von verschiedenen Herstellern, mit verschiedenen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten und natürlich auch mit verschiedenen Datenvolumen. Es geht da los bei 512 MB, das ist jetzt natürlich sehr, sehr klein, bis zu 256 GB oder 1 TB. Also da gibt es wirklich schon Unmengen an Speicherplatz auf so einer kleinen Mini- und Micro-SD-Karte. Und ich möchte euch heute auch jetzt mal hier mal so einen Aufbau von so einer SD-Karte kurz erklären. Und da finden wir jetzt folgende Angaben. Der Punkt 1 ist jetzt erstmal der Hersteller der Speicherkarte. Das kann jetzt zum Beispiel Kingston sein oder auch SanDisk oder Sony. Da gibt es ja verschiedene Hersteller. Der zweite Punkt ist dann die Ausführung der Speicherkarte. Da gibt es auch wieder verschiedene Klassen. Entweder ist das jetzt eine Extremkarte oder eine Extreme Pro. Also da gibt es auch wieder ganz verschiedene, je nach Hersteller. Der Punkt 3 ist jetzt ja die Speicherkapazität, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Da geht es los bei 512 MB bis zu 5 TB. Also es gibt da wirklich schon ganz verschieden große Speicherkarten. Das ist dann auch zu beachten, was man da nimmt, wie viele Fotos und Videos man dann vielleicht auch draufbringen möchte. Also meine Empfehlung ist jetzt quasi vielleicht mit 2-3 kleineren Speicherkarten zu arbeiten, falls da wirklich mal die Speicherkarte defekt ist. Wenn man jetzt alles auf so einer großen Speicherkarte hat und dann ist alles futsch, das wäre schade. Also ich werde da wahrscheinlich auch nochmal umswitchen und mir zwei kleinere Speicherkarten zulegen. Der Punkt 4 ist jetzt quasi die Speicherkartenfamilie. Da gibt es SD-Speicherkarten oder SDHC-Speicherkarten. Also da gibt es auch wieder verschiedenste Angaben von verschiedenen Herstellern. Hängt natürlich dann auch wieder mit der Kartengröße zusammen und mit der Schreibgeschwindigkeit. Also die ganzen Sachen sind so ein bisschen miteinander verknüpft. Und der fünfte Punkt ist jetzt für uns Luftfotografen und Drohnenfilmer und Drohnenflieger wichtig. Wir wollen ja richtig schön knackig scharfe Videos haben und da sollte die Schreibgeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit von so einer Karte ja auch relativ hoch sein. Die DJI Mini 2 und auch die anderen Drohnen, die schreiben die Videodaten zum Teil bis 100 Megabit pro Sekunde auf die Karte. Also dementsprechend sollte dann auch ja, die Karte kompatibel sein, dass sie die Daten auch schnell genug von der Kamera auf die Drohne dann verarbeiten kann. Und ich nehme meine Videos nicht mit 24 FPS, also FPS sind die Frames per Sekunde. Die Bilddateien, die quasi pro Sekunde geschrieben werden, nehme ich das nicht in 24 FPS auf, sondern meistens in ja, 30 FPS. Oder wenn ich dann ein bisschen meine Videoqualität eigentlich runterschraube und jetzt nicht in 4K aufnehme, dann nehme ich auch schon mal mit 60 FPS auf. Der sechste Punkt ist jetzt ja die Schreibgeschwindigkeit in römischen Zahlen, so ist es dann da auch nochmal dargestellt. Und der siebte Punkt, das ist die U-Klassifizierung, das bedeutet, dass jetzt ja die Daten mit mindestens
30 Megabit pro Sekunde geschrieben bzw. dann auch gelesen werden können, je nachdem, was man da auch für eine Angabe auf der Karte hat. Ja, das sollte jetzt mal so ein kleiner Überblick sein. Was man dann eben für Angaben auf so einer Speicherkarte findet, ist natürlich auch von Hersteller zu Hersteller ein bisschen anders und unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist der Aufbau immer derselbe. Da kann man sich so ein bisschen mal danach richten. Da sieht man mal auch, was das alles zu bedeuten hat. Und ich denke mir, für meine DJI Mini 2 werde ich mir jetzt vielleicht auch doch mal zwei kleinere Speicherkarten zulegen. Denn wenn so eine große Speicherkarte defekt ist, dann ist es schade, wenn man da wirklich schöne Aufnahmen drauf hat, wenn das alles verschwunden ist. Also das sollte, muss nicht sein, sage ich mal so. Und das nächste ist natürlich, wenn meine Autel Evo Nano Plus endlich mal gelandet ist, dann werde ich vielleicht auf so eine V90-Karte umsteigen, beziehungsweise mir sowas auch noch zulegen. Die sind jetzt ein bisschen kostenintensiver, aber dafür ist eben auch die Schreibgeschwindigkeit von der Karte dementsprechend. Und das ist eigentlich auch der wichtige Punkt, wenn man jetzt so Drohnenvideos macht, dass die Schreibgeschwindigkeit relativ hoch sein sollte, um dass da eben während der Aufnahme keine Fehler oder Wackler oder irgendwas dann im Endeffekt im Bild entstehen. Und so, denke ich, bekommt man dann auch wirklich knackige, saubere Aufnahmen hin. Das ist jetzt bloß mal so ein kleiner Überblick. Und die passende Speicherkarte, ja, die habe ich euch natürlich hier unten drunter verlinkt. Das ist das, was ich jetzt für meine DJI Mini 2 habe. Und da habt ihr jetzt wenigstens mal so eine kleine Übersicht, damit ihr auch wisst, ja, welche Speicherkarte brauche ich jetzt für meine Drohne. Also wichtig, wie gesagt, ist es Kartenformat, was man dann hat, also eine MicroSD-Karte, andere passen ja selten da rein oder man schneidet sich das mit der Schere zurecht. Nein, das war ein Spaß jetzt, aber wie gesagt, Schreibgeschwindigkeit und Speicherplatz sind jetzt ganz wichtig. Und natürlich könnt ihr da auch auf andere Hersteller zurückgreifen, also das muss jetzt nicht unbedingt Kingston oder SanDisk sein, kann auch irgendwie ein teilweise unbekannter Hersteller sein, irgendwie, ich sag's mal, so eine No-Name-Firma, aber ich vertraue dabei diesen Speicherkarten schon auf die Top-Hersteller und da denke ich, da fahre ich auch ganz gut mit der ganzen Geschichte. Und somit habt ihr jetzt auch mal einen Einblick bekommen und wisst vielleicht, was ihr euch für eine Speicherkarte zulegen solltet für eure DJI Mini 2 oder auch für eine andere Drohne. Das muss jetzt nicht unbedingt auch DJI sein, aber da habt ihr wenigstens immer so einen groben Überblick und wie gesagt, wichtig sind die Speicherkapazität und die Geschwindigkeit der Karte. Da müsst ihr euch vielleicht auch nochmal je nach eurem Drohnenmodell so ein bisschen informieren, was passt da dazu, was braucht man dann wirklich. Ich kann jetzt nur für die DJI Mini 2 sprechen und die Karte, die ich hier drin habe, die habe ich euch natürlich hier unten auch mal verlinkt. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Die gibt es natürlich ja bei der Firma mit dem großen A und mit dem kleinen N hinten dran. Da könnt ihr den Kanal auch noch so ein bisschen unterstützen. Und genauso wichtig wie die Speicherkarte in der Drohne ist natürlich auch eine Drohnenhaftpflichtversicherung für die Drohne. Hier unter dem Video findet ihr den Link dazu mit dem Code DRGR3. Da gibt es dann eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Also wie gesagt, das ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben und das muss man dann auch beim LBA einreichen, wenn man dann eine Drohnenregistrierung bzw. eine Pilotenregistrierung macht, nicht Drohnenregistrierung, da wird ja der Pilot, der UAS-Betreiber, der wird ja dann da registriert und der muss eben auch eine Drohnenhaftpflichtversicherung vorweisen. Und ob ihr jetzt privat mit der Drohne fliegt oder auch gewerblich, da gibt es natürlich auch noch Unterschiede, da kommen wir auch im nächsten Video mit drauf zu auf das Thema. Ich habe auch noch so ein paar Ideen und ein paar Pläne, was hier mit der Drohne noch passieren soll, lasst euch da überraschen. Und um das nicht zu verpassen, ja, würde ich sagen, lasst gerne mal ein Abo da, begleitet mich weiter. Und das war's heute schon für unsere Drohne, die Speicherkarte, die Speicherkarten, mal die Erklärung, wie das alles so zu lesen und zu handhaben ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengraffer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.